Wowie, verehrte Nerds, und herzlich willkommen in meiner Küche. Ich habe morgen Geburtstag und wollte jetzt nochmal backen. Ich dachte mir, wir machen einfach mal meinen Lieblings-Snack-Gebäck, sage ich jetzt mal. Und es ist super einfach, um es mit zum Stall auch mitzunehmen und so. Ist mega lecker und hält sich auch eine Weile. Die Dinger nennen sich, glaube ich, Mürbeteig-Ecken. Unter diesem Titel finde ich das Rezept allerdings nicht im Internet oder so. Ich habe ein paar Alternativkekse, sage ich jetzt mal, gemacht und habe dann festgestellt, wow, die schmecken genau so, wie ich es gern mag. Und deswegen habe ich jetzt einfach da das Rezept geklaut und wir probieren das jetzt einfach mal, ob die dann genauso werden, wie ich sie gerne hätte. Aber diesen Teig hier, das ist ein einfacher Mürbeteig. Ihr braucht dafür echt nicht viel. Also 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Margarine, ja, und ein kleines Ei. Komm, ihr könnt natürlich aber auch einfach ein Alternativ-Ei-Konstrukt nehmen, so für vegane Varianten. Und eigentlich macht man es auch mit Butter. Ich habe es jetzt auch mit Margarine gemacht. Das geht super. Und Vanille und eine Prise Salz. Schadet auf jeden Fall nicht. Genau, das war's dann eigentlich auch schon. Ich schreibe euch auf jeden Fall die Zutaten hier nochmal rein, da könnt ihr reinschauen. Und ich würde sagen, ich habe das jetzt hier eine Nacht im Kühlschrank gelassen. Halbe Stunde sollte allerdings auch auf jeden Fall reichen, dass der halt ein bisschen griffiger ist, sonst kriegt ihr den nicht vernünftig ausgedreht. Ausgerollt. Und ja, jetzt lässt er sich wieder so ein bisschen bewegen. Vorher war der Stein hart. Und jetzt kann ich ihn auch ausrollen und damit fangen wir jetzt einfach an. Wie zeige ich euch das jetzt? Ich muss mir erstmal was basteln, damit ihr euch das überhaupt mit angucken könnt. Ich habe jetzt hier mein Mehl, das braucht ihr auf jeden Fall, um die Arbeitsfläche damit ein bisschen einzumehlen. Und ihr braucht ein Nudelholz. Ihr könnt auch ein Glas nehmen oder so zur Not. Ja, das sollte auch irgendwie gehen. Also, der hat erfinderisch, es muss ja auch nicht aussehen wie beim Bäcker oder Konditor. Ne? Hauptsache es schmeckt. Was ihr auf jeden Fall auch noch braucht, ist Marmelade. Ich kann außerdem noch Schokolade empfehlen. Ich mag es nämlich gerne dann mit Schokoladenrand. Und wir haben jetzt noch ein Eigelb übrig zum Überstreichen. Müsst ihr aber auch nicht. Kann man auch weglassen. Geht auch super ohne. Okay, Attacke. Okay, ich hoffe, das funktioniert hier alles. Also ich habe jetzt hier meinen Teigklumpen. Der ist, wie gesagt, noch ein bisschen fest. Oh Gott. Ja, das wird ja lustig. Papa, wenn du das siehst, ich gebe mir alle Mühe. Ich muss euch nämlich dazu erzählen. Bei uns war mein Papa immer der Ausrollexperte. Ist vielleicht doch noch ein bisschen hart. Ja. Also ich sag euch, Kaffee hilft immer erstmal, wenn man nicht weiter weiß. Es tut mir leid, dass meine Kamera immer so wackelt. Aber ihr steht halt mit auf dem Tisch, wo ich ausrolle. Also voll der professionelle Backkanal. Schaut mal. Das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus, oder? Ich zeige euch mal kurz die Kekse, von denen das Rezept eigentlich ist. Ihr sollt es auf jeden Fall nicht zu dünn machen. Ne? Also das muss schon ein bisschen dicker haben. Da ist nämlich kein Backpulver drin oder so. Ne? Das geht nicht auf, das bleibt so. Also das hier sind die eigentlichen Plätzchen, sage ich jetzt mal, von denen das Rezept ist. Aber es ist trotzdem stinknormaler Mürbeteig. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Dafür müsst ihr jetzt dann solche Dreiecke ausschneiden. Am besten irgendwie Kreis und dann Kuchenstücke und so weiter. Marmelade, nochmal Teig, Marmelade, nochmal Teig. Und das Ganze dann backen und dann kommt danach die Schokolade drüber. Ist auch mega lecker. Aber wir machen jetzt meine. So, das geht nämlich viel, viel einfacher. Ihr müsst jetzt erstmal Vierecke ausschneiden. Okay, zugegeben, das ist bei dem Teig jetzt nicht so einfach. Aber ich würde jetzt erstmal versuchen, so ein bisschen diese hässlichen Ränder wegzuschneiden. Ja, und wenn das nicht hundertprozentig gerade ist, ist das jetzt auch erstmal nicht so weiter schlimm. Nicht so hundertprozentig gerade, Steffi. Alles klar, rechte Winkel sind halt auch irgendwie komplett überbewertet, ne? Auf Weiher. Ich glaube, mein Mathelehrer würde jetzt echt schimpfen. Aber ich war in Geometrie eh nie besonders gut in der Schule. Also, mein Augenmaß ist auch schlecht. I don't care. Hauptsache, am Ende passen einigermaßen so die Ecken übereinander. So. Und zwar, macht die ein bisschen größer. Ich würde die jetzt so machen. Okay, passt auf. Wir machen das jetzt so. Das sind jetzt vier. Und das hier rolle ich dann einfach nochmal aus.
Und diese vier kommen jetzt einfach direkt auf das Backblech. Tada, vorbereitet. Gut, ne? Also, klebt, okay. Okay. Wir können auch die hässliche Seite einfach nach oben nehmen, weil da kommt jetzt Marmelade drauf. So, die sollen dann zusammengefaltet werden. Also ich würde jetzt nicht den bis an den Rand das ranmachen und auch nur die eine Hälfte. Das ist so ein bisschen wie meine Haarfärbeaktion letzte Woche. Was soll schon schief gehen? Egal, ich glaube, so in etwa macht man das und jetzt machen wir das halt auch so. Der Witz ist halt irgendwie, ich habe jetzt hier auch wieder eine Freundin, die Konditorin ist, die das Ganze sicherlich besser macht. Von daher an der Stelle, ja, sorry, zeig mir, wie es besser geht, wenn ich Bullshit mache. Okay, jetzt müssen wir das nur noch zusammenklappen. Und man kann ja den Teig zum Glück so ein kleines bisschen ziehen, ne? So. Und ich drücke das jetzt hier einfach an, in der Hoffnung, dass das reicht, tatsächlich. Also. Okay, ich habe mich jetzt gegen Ei entschieden, aber dafür mache ich den Rand nochmal mit so einer Gabel ein bisschen schöner, vielleicht. Es kommt sowieso Schokolade über den Rand, weil ich dachte, das hält dann vielleicht ein bisschen besser. Probier was mal. So, die sind jetzt soweit fertig. Die kommen jetzt bei 175 Grad in den Ofen und den restlichen Teig habe ich nochmal eingewickelt und ab in den Kühlschrank gestellt, weil der einfach zu weich wurde. Ich konnte ihn so jetzt nicht nochmal neu ausrollen. Aber solange der backt, kann der nochmal durchkühlen und dann mache ich einfach nochmal eine zweite Fuhre. Okay, ja, mein Licht ist kaputt. Oh. Gut, 10 Minuten in den Ofen und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Ja, ich habe eine Haremshose an und rosa Socken. Huhu! 10 Minuten Timer. Auf geht's. So, also zugegeben, die ich jetzt aus den Resten gemacht habe, die sehen ein bisschen aus wie so ein kleiner Unfall. Aber ich hoffe, sie schmecken trotzdem lecker. So, die ersten Ecken sind jetzt hier aus dem Ofen raus. Die sind super. Wenn ihr sie jetzt rausnehmt, sind sie erst super weich. Lasst sie ein bisschen abkühlen, dann werden sie halt auch wirklich fest und knusprig. Seid bitte vorsichtig, die brechen echt schnell. So, also hier ist mir auch schon so eine kleine Ecke eingerissen, wie ihr seht. Sehr, sehr schade hier, aber vielleicht kann ich das noch ein bisschen mit Schokolade fixen dann. So, jetzt kommen wir zu dem letzten leckeren Teil, den wir jetzt noch machen müssen. Ich schmelze jetzt ein bisschen Schokolade und dann kommt das hier noch auf die Ränder drauf. Wenn ihr es ein bisschen dunkler mögt, lasst es einfach ein bisschen länger drin oder macht den Ofen tacken heißer. Alles cool, gar kein Thema. Und wir sehen uns gleich wieder mit der Schokolade. Tatsächlich. So sehen jetzt die Ecken aus. Na, erkennt sie jemand? Habt ihr bestimmt schon mal beim Bäcker gesehen oder so. Ich liebe die Teile. Es ist noch ein bisschen Schokolade übrig geblieben und daraus habe ich jetzt einfach so eine Mandelschokolade gemacht. Also einfach ein paar Mandelsplitter dann mit drauf auf Backpapier und dann fertig. Gucken wir mal, wie das noch wird. Kann man auf jeden Fall ganz cool, glaube ich, noch zerbrechen und sie dann quasi nochmal nice verschenken. Also dann, wenn ihr das Ganze nachmacht, schreibt mir das super, super gerne in die Kommentare oder verlinkt mich auf Instagram für ein Foto oder ähnliches. Freue ich mich riesig drüber. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr das Zeichen heute wieder gefunden habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!